So, und da sind wir wieder zurück bei Secret Mario Chronicles. Und wir sind jetzt im Level Stefan 1. Danach scheint das Spiel zu Ende zu sein, kann das sein? Das sieht danach aus. Weil es sind nur noch 3 Level insgesamt. Oh, uiuiui, das war ich fast. Was ich ein bisschen schade finde in dem Spiel, hier gibt es so arg wenig Röhren, wo man runtergehen kann. Da hätte man eigentlich mehr draus machen können, finde ich. Aber es gibt ja auch den Level-Editor dafür, da kann man sich dann eigene Level machen. Hier kam jetzt so ein Vieh raus, genau. Die Musik ist auch wieder cool. So ein bisschen, naja, es geht eigentlich. Aber naja. Hier war nix. Hier war schön langsam. Ach, bloß eine Münze. Oh, das war jetzt dumm, oder? Ja, war es. Das war jetzt auch dumm. Oh, da oben gibt es irgendwas, aber wie man dorthin kommt, keine Ahnung. Ich konzentriere mich mal lieber darauf, dass ich hier heil runterkomme. Ja, geschafft, sehr gut. Dort hinten. Und ein Leben, sehr gut. Das klappt doch mal wieder relativ gut hier. Und ein Pilz, den brauchen wir. Achso, ich muss jetzt wahrscheinlich blind dort rüber springen. Ja, so war das eigentlich nicht geplant. Die anderen Münzen, die hole ich mir jetzt auch noch. Das ist ja fies. Man will normalerweise dort unten in der Grube landen und verrecken. Haben sie sich auch schon mal was dabei gedacht, ja, wenn das so ist. Oh! Dann lass mal lieber mal so. Muss ich jetzt hier hoch? Sieht danach aus. Das hier riskieren können. Ja, ich probiere es einfach mal. Das ist wieder einer dieser elenden Blind Jumps. So, oder auch nicht. Hier oben muss ich jetzt lang. Oh, hast du nie. Oh, ja, ja, ein Pilz. Ob es dort unten noch irgendwas gab? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ah, komm, wir gehen nochmal zurück. Jetzt, wo wir einen Pilz haben, können wir das mal riskieren. Jo, geil, und landen direkt in der Grube. Wahnsinn, das muss man erstmal hinkriegen. Also das war jetzt sozusagen ein klassischer Fail gewesen, obwohl das Level eigentlich recht gut anfing. Kaum Fehler gemacht, aber jetzt diesen elenden Fail abgeliefert. Oh! Nein. Und schon wieder gefailt. Tja, jetzt hat man gerade einen Lauf und jetzt versauen wir es uns wieder. Drüben gab es den Pilz. Der ist natürlich fürs Leben jede Münze wichtig hier. Den lassen wir nochmal leben. Das lohnt nicht für diese eine Münze, finde ich. Gab es nochmal einen Pilz? Ne, diesmal eine Blume. Das ist auch schon mal gut, das hilft uns auf jeden Fall. Und da haben wir gleich wieder ein Leben. Jetzt. Okay, da haben wir das Leben wieder rein. Sehr gut, geht doch. Ich werde aber trotzdem mal zwischenspeichern. Weil man weiß ja nie, wie es kommt. Oh. Das war jetzt aber blöd. Nein! So,
jetzt will ich erstmal den Pilz hier drüben. Ach, hier gab's bloß Münzen. Ja. Oh. Geht's aber auch nie rein. Ich finde das schade, wie gesagt, dass man hier bloß in so wenig Röhren reinkommt. Das wird jetzt gerade mal ein knapper... Oh, geschafft. Oh! Fail. Da geht's rein, aber hier unten geht's auch nochmal irgendwo lang. Oh Gott, ich hab Angst. Ach so, da geht's bloß lang. Ach super. Oh! Ein Pilz, da bringt mir jetzt auch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach direkt ins Ziel. Warten wir, bis das der Typ hier weg ist. Und da sind wir im Ziel. Cool, das klappt. Sehr gut heute. Und jetzt sind wir im Level Tower 1 oder Tower 1, je nachdem. Ich bin gespannt, was das ist für ein Level. Jedenfalls kein Turm. Aber es sieht gefährlich aus. Okay, ich vermute, es ist ein Level, was aussieht wie ein Turm. Ach, das ist die Anzeige für die Etagen. Das ist ja mal cool. Das gefällt mir. Und Sprung rüber mit dir. Und oh, oh, bang. Bang. Double kill. Yes, das mache ich. Und hier hoch. Oder auch nicht. Wie viele Etagen gibt es denn hier? Ich muss dort links, dort rechts hoch. Sehr interessant. Ja, die Musik passt eigentlich nicht wirklich dazu, muss ich ja nochmal ehrlich sagen. Die ist mir zu fröhlich. Was? Wo? Ich dachte, hier kam schon wieder so... Ach, dort oben. Gut zu wissen. Ah, ich bin doch auch hier oben fast drauf gekommen, oder? Ah, ich will es lieber nicht probieren. Beeilung. Oh! Wer denkt sich denn solche Level aus? Kann ich die eigentlich auch töten? Na. Ein Pilz als Reserve. Und ein Bug. Jetzt zwar ehrlich gesagt nicht warum. Und das war jetzt relativ dumm. Ich werde das einfach mal kurz nutzen für eine Zwischenspeicherung. Und man kommt ja leider nicht hoch. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Turm nochmal von neuem. Aber das müsste eigentlich so weit gehen, weil wir haben ja schon viele Gegner hier unten erledigt. Vorsichtig. Ah, das reicht nicht, um dort hochzukommen. Okay. Und springen. Und durch die Wolken. Wenn man nach unten drückt, fliegt man dort runter. Okay. Ich glaube, das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal festgestellt, dass das so ist. So, Schwung nehmen und springen. Und wieder verfehlt. Aber diesmal sind wir hier ein bisschen weiter
oben noch gelandet. Man schlägt dort immer mit dem Kopf an. Ich muss vielleicht später springen. Jetzt. Das ist ja putzig hier. Na los, komm, hör auf dich zu drehen jetzt. Ja. So könnte das doch gehen. Ach ne, jetzt habe ich dieses Vieh dort. Und ist immer durch. Und noch eine Blume als Ersatz. Jo, das klappt ja mal wieder wie ein Länderspiel. Jetzt hier rüber. Die können wir ja zum Glück alle abschießen. Warum man sich hier relaxen soll, das habe ich immer noch nie rausgefunden. Ja. Oh. Ja, verbirgt sich bestimmt noch irgendeine Gemeinheit. Die sich mir jetzt aber noch nicht sofort entschließt. Erschließt. Oh. Shit. Das war jetzt nicht so intelligent. Andere Richtung. Ich glaube, das Leben, die 10 Münzen fürs Leben, ob ich die mir noch irgendwo zusammenklaube, könnte man eigentlich versuchen, ob man die noch irgendwo zusammenkriegt, bevor man dort oben in dieser Tür geht. Ach ne, jetzt ist die Stelle hier wieder. Wie hat man das gemacht? So hier und dann einfach hier rüberspringen. Ging doch, warum eigentlich nicht gleich so? Dum, 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 so. So, 6 Münzen brauche ich noch. Und da haben wir sie. Ach, ich muss dort oben lang. Ich hasse solche Sprungstellen wie die Pest. So, und jetzt schnell speichern. Wobei ich eher denke, dass das Level da zu Ende ist. Aber ich will mal auf Nummer sicher gehen. Das war ja doch zu Ende. So, und jetzt kommt World 2. Hm. Wo ist meine Wasserflasche? Da. Achso, ich wollte eigentlich schnell speichern. Na, egal. E2Mania. Das klingt sehr interessant. Ich glaube, das werde ich noch schnell spielen. Und dann... Oh, cool. Did you ever worm a secret out of a stone? You should give it a try anyway. Hast du je einen Wurm? Nein, keine Ahnung, was das heißen soll. Ach so, cool. Uff, das ist ja ein komisches Level-Design. Leute, was soll das? Muss ich dort hoch? Ja, muss ich. Oh. So, ich verstehe. Und ich wollte dieses Level unbedingt noch spielen. Wahnsinn. Was habe ich mir hier nur eingebrockt? Halt, das brauche ich. Können wir die eigentlich auch hier mit den Viechern wegballern? Nee, können wir nicht. Uff! Ah. Oh Gott, Leute. Och. Was ist das? Was ist das?
bin entsetzt über dieses Level. Oh, oh, los! Uff! Speichern, geil. Halt, Speicher, Safe State. Alter, das ist ja übel. Oh. Hier soll man jetzt rüberkommen. Oh. Das Ziel. Okay, scheiß auf die. Oh, das war der Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Das glaub, wir sind dort durchgekommen, ohne zu sterben, kann das sein? Okay, das spiele ich noch. Das hat mich jetzt motiviert, Level 10. Spiele ich jetzt noch. Ich hoffe, das wird nicht so komisch wie. Ach, hier war so eine komische Wolke. Die Cloud gibt es auch bei Secret Mario. Huch. Das war jetzt, glaube ich. Oh oh. Oh oh. Yeah, und Absturz. So muss es sein. Und den auch noch. Ich hasse eigentlich diese Level, wo man hier ständig auf irgendwelchen Plattformen rumhüpft. Aber ich glaube, das ist das Wesen eines Plattformers. Oder wie dieses Spiel. Was ist das hier? Ui, Schneebälle. Ey, das geht ja ab. Ob die irgendwann oft auftauen. Ja, und Treffer. Na, willst du nicht? Ach, egal. Oh, ich ahne, dass die Plattformen hier vielleicht abstürzen könnten. Schnell speichern hier. Oh! Abgestürzt. Nein, ich glaube nicht, dass ich hier jetzt springen werde. Was, komm ran auf dem Meer, du komischer Drecks. Nein, 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 nein. Oh, Mist. Ah. Ich hoffe mal, es ist in Ordnung, dass ich hier den Spielstand neu geladen habe. Oh, Punkt. Guck dich mal die Punkteanzahl an, die kann aber auch nicht stimmen. Das sind ja gefühlte 1 Milliarde, sogar mehr, oder? 1 Milliarde kann das sein? Los. Da hat sich irgendwas jetzt verbuggt hier, aber das. Soll mir egal sein. Geht ja hier nicht um Punkte, es geht um den Spielspaß, den wir in diesem tollen Open Source Super Mario Klon haben. Also ich hoffe es jedenfalls, dass ihr hier ein bisschen Spaß habt. Oh, was war denn das? Jetzt war jetzt Glück. Das auch. Hier geht's runter. Dann gibt's eine Feuerblume. Ersten Level teilweise schwerer. Die allerersten Level. Also das ist jetzt eigentlich nur gefühlt. Aber die Level, die sind ja schon relativ leicht. Och nö. Das war jetzt Glück. Aber ich glaube, jetzt wird uns das Glück gleich verlassen. Nein! Oh! Ach, ich hab's doch gesagt. Das heißt, wir dürfen jetzt sozusagen hier nochmal alles von Anfang machen, um dann so elendig hier zu verrecken. Also nochmal, neuer Versuch. Wie lange nehme ich denn schon auf? Eine gute halbe Stunde.
Aber gut. Oh. Och nö. Dum dum dum. Schubidu tralala. Hier oben gab's jetzt was. Ein Pilz, den brauchen wir. Da kam irgendwie so eine Wolke, oder? Ja. Und ab dafür. Huch, das war jetzt aber schon. Na, komm ran. Nochmal unsere Blume. So, an der Stelle speichere ich mal wieder schnell. Damit wir hier nicht ständig an den gleichen Stellen rumhängen. Yeah, das war jetzt aber schon eine coole Aktion. Und ein Ersatzpilz, den wir gerade richtig schön in den Sand gesetzt haben. Egal, macht nichts. Jetzt ist die Frage, gehen wir hoch? Ich würde schon gern gucken, was es hier oben gibt. Ja, danke. Pilz. Los, komm runter, komm. Oh, ich glaube, es war keine gute Idee. Ich hoffe, hier ist noch irgendwas Tolles drin. Ein Leben. Naja. Es hat sich relativ gelohnt. Weil ich vermute, wir werden das Leben gleich wieder verlieren. Ist nicht wahr. Komm, speichern. Uff. Oh. Was kommt ran auf den Meter? Was ist das? Ach, das ist wie so ein Pilz, der unsichtbare Blöcke anzeigen ließ. Es hat uns immerhin einen Pilz gebracht. Kommt jetzt mal das Ziel, ey. Ich raste hier gleich aus. Was ist denn... Und das ist Ziel. Huh. Ja, das war's für heute von Secret Mario Chronicles. Und ich speichere einfach noch schnell und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.